Hierher kommen sie aus aller Welt. Skaten, Radfahren, Joggen, spazieren gehen. Auf der Flemingsgate kann man sich bewegen, entspannen und die Umgebung erkunden. Doch auf der Strecke gibt es mittlerweile viele Stolperfallen, zum Beispiel dort, wo Wurzeln durch den Asphalt brechen. Also wir haben auf diesen ca. 200 Kilometern sehr viele Waldstrecken und man kann wirklich sagen, dass die Probleme genau dort sind, wo Wald ist. Da sind wenige Strecken nicht betroffen. Also diese Problemlage, die ist überall da, wo Bäume stehen. Die ersten Kilometer der Flemingsgate wurden 2001 freigegeben. Immer wieder gab es kleinere Reparaturen, doch nun wird großflächig gehandelt. Wie hier auf dem Rundkurs 3 bei Jüterbock. Jetzt gehen wir es richtig an und machen komplett längere Streckenabschnitte, die dann hergestellt werden und nachher auch wird ein seitlicher Wurzelschutz eingebracht. Und damit wollen wir eigentlich versuchen, diese Wurzeln, sagen wir mal, in Zaum zu halten. Eine Maßnahme, die langfristig schützen soll. Der rund 3 Meter breite Belag wird streckenweise abgetragen und komplett erneuert. Auf den betroffenen Stellen bedeutet das Vollsperrung. Wer auf die Flemings geht möchte, sollte sich also vorher nach Baustellen erkundigen. Es gibt natürlich dieses Jahr gravierende Einschränkungen. Also wir haben so geregelt, dass immer ein Rundkurs offen bleibt. Und da müsste sich der Nutzer halt auf unserer Homepage, also flemingsgate.de, informieren oder in der Presse. Da werden wir auch immer bekannt geben, wo gerade gebaut wird. Die gesamte Sanierung wird rund 5 Millionen Euro kosten. 90% davon werden durch Landes- und Bundesmittel gefördert, 10% trägt der Landkreis Teltow-Fleming. Die Arbeiten sollen bis April 2020 beendet sein.